Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Enderwill. So, ja, ich hoffe mal, wir können uns gerade hier mal ein bisschen dran machen. Ich nehme mal das und das und das. Sind wir noch Freunde? Okay, wir sind noch Freunde, sehr schön. Der Schlechter von Arkbuch 1, Folge dem Feuer. Nehmen wir mal mit. Weil ich habe mir auch... genommen, genau, diese Bücher auch zu lesen und dann so Special-Folgen zu machen. So, aber ich will mich jetzt eigentlich hier nicht so lange aufhalten, um ehrlich zu sein. Denn da wir... Fuck, ich hab vergessen, wieso bin ich so schwer? Ich kann nichts machen. Danke, ich habe nämlich gerade keine Ahnung, wo ich mein Zauber habe. Hab ich denn meine... Hab ich denn mein... Auf der 3? Seid willkommen, ihr frohen Zecher, kommt heran und lehrt die... Oh ne, jetzt fängt er schon wieder an zu singen. Das nehme ich aber immer noch mit, das habe ich gesehen. Und habe ich jetzt eine Karte oder was? Wo muss ich denn hin? Da runter! Und ich habe doch noch einen Quest-File, ne? Oder ist das alles da? Okay, da muss ich hin und da ist anscheinend das Dorf. Okay. Dann werde ich mal, kann ich... Hä? Wieso, wenn ich Rechtsklick mache, geht die Maus automatisch hier hin? Kann ich nicht ein extra... Nein, ich... Verdammt. Was passiert hier gerade? Wie geht das aus? Auf E, auf L. Ich wollte nicht die Umgebungskarte, ich kann anscheinend nicht markieren. So, nehmen wir mit. Entschuldige, ich weiß, ich kann nicht gut singen. Tut mir leid. Muss ich nicht entschuldigen. So, noch ein paar Bären mitgenommen. Ich weiß halt nicht, wo ich entlang gehen soll. Das wäre falsch. Das heißt, wir müssen hier runter. Genau, ich habe ja gesagt, dass es sehr ungewohnt für mich ist, dass ich, aha, hier liegt eine tote Ziege, okay. Da, nehmen wir mit, guck mal. Und Ziegenfell, nehmen wir auch was mit. Okay, da kann ich jetzt zum Beispiel nicht dran gehen. Was ich noch gucken wollte ist... Ach du Scheiße! Habe ich das zweimal? Das heißt, also ich habe 20 Lebenspunkte verloren. 30 Lebenspunkte verloren. Nein, das habe ich nur einmal. Wieso wird mir das aber dann dreimal angezeigt? So, die Frage ist, soll ich jetzt hier abkürzen? Was ist denn... Achtung. Grenze des behüteten Landes. Hinter diesem Bergpass kann kein Schutz bei Wegelosen gewährt werden. Reisende sollten sich vor Steinschlägen und Überfällen in Acht nehmen. Ah ja. Wo... Okay, müssen wir also aufpassen. Ich mach mal lieber hier einen Quicksave. Also es ist sehr schlecht, dass wir so viel Anfälligkeit haben mit gegnerischen Schaden und Magieschaden und sowas. Das ist natürlich nicht so schön. Ah, aha! Mana-Pilz, das ist wichtig. Und eine versteckte Truhe, wo ich sogar übernachten kann. Sollte ich mir vielleicht merken...
Wow, ein Straßendieb. Scheiße, nicht gut. Na schön. Komm her. Und tschüss. So. Okay, mit dem habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. An dem alles mit. Wir haben ja erst verkauft. Wisst ihr, was ich jetzt mal gerade mache dann? Das ist sogar gar nicht mal so schlecht, dass der vielleicht aufgetaucht ist, weil wir können ja eh pennen. Machen wir mal. So, eine Stunde. Boom. Und wir sind wieder voll geheilt. Das können wir gerade mal gut ausnutzen. Aber wir haben ja auch eh noch Rüstung, glaube ich, gefunden. Neue Sachen. Da, die können wir anziehen. Die bringen nichts. Ja, unsere Rüstung ist besser. Viel, viel besser. Moment mal, wo geht's denn hier weiter? Ach, hier geht's gar nicht weiter? Ich denke mal nicht, dass dieser Weg hier normal ist. Ich frage mich natürlich auch, ob er derjenige war, dem das Lager da gehört hat. Aber das hat sich jetzt eh erledigt, weil wir haben ihn erledigt. So, das sieht doch sehr, sehr verdächtig hier hinten aus, oder? Als ob hier sogar wirklich was liegt. Also das ist das... Ich liebe es. Ich liebe dieses Spiel schon, was das hier angeht. Man geht irgendwo hin, zack, man findet was. Oh, was ist denn das? Nochmal schnell speichern. Hallo? Natürlich. Auch ein Dieb. Was? Was war denn das? Ich verbrenne dich einfach. Da kann ich jetzt auch noch mal pennen. Hey, da ist eine Leiter. Interagierend Leiter, da geht's irgendwo rein. Anscheinend. Da mache ich es aber mal lieber noch nicht. Ja, nimm mal alles mit. So. Sollte mich jetzt aber. Das ist das Problem. Kaum bin ich hier draußen, renne ich irgendwo hin und vergesse natürlich direkt die Quest wieder. Wir werden uns jetzt erstmal an die Quest halten. Scheiße. Boah, das ist so ungewohnt für mich. Der Bogen ist jetzt auf der 4. Da ist ja noch einer. Komm, lass mal betteln hier. Oh, die sind bestimmt stark. Lass mal aufpassen. So, und ich habe auch. Alles kein Problem. Das ist doch alles kein Problem für uns. Mooskrabbler, Junge noch. Gut, ich hoffe mal nicht, dass sich hier Erwachsene aufhalten. Weil das wäre natürlich nicht so gemütlich für uns. So, wir gehen jetzt hier einfach mal weiter. Oh, sie sollten vielleicht aufpassen. Wer weiß ja nie, wie diese Viecher so drauf sind.
Moment, hier habe ich jetzt auch nichts übersehen. Ich schaffe es mal. Vielleicht mal nach Truhen Ausschau halten, aber ich denke mal, hier wird nichts sein. Wir haben hier Wölfe und irgendeine Hütte. Wir müssen aufpassen. Jeglicher Schaden hier kann und ist nicht gut für uns. Sonst... Was wohl eindeutig auch nicht so gut ist, ist, wenn ich diesen Weg hier entlang gehe. Ja, den greife ich jetzt mal nicht an. So, laut Karte sind wir auf dem richtigen Weg. Hallo? Nein, nein, ich bin noch nicht bereit, sie aufzugeben. Geht! Wie meinen? Ich werde sie euch noch nicht überlassen. Elfriede bleibt bei mir. Und ihr könnt euer Kostüm fallen lassen. Ich erkenne einen Todesgott, wenn ich ihn sehe. Einen Todesgott? Was? Was laberst du? Oh, verzeiht. Ich bin eingenickt. Naja, wer seid ihr? Ich hatte nicht erwartet, so weit draußen noch jemanden zu treffen. Das heißt, abgesehen von diesen Banditen. Banditen? Das ist eine lange Geschichte. Die Frage ist, was macht ihr so weit draußen? Ihr wirkt jedenfalls nicht wie die typische Abenteuerin. Nein, bin ich eigentlich auch nicht. Diese Ruine hier, wisst ihr, ich bin Händlerin. Und meine Spezialität sind historische Gegenstände. Sammlerstücke, wenn ihr so wollt. Die Sorte, die man üblicherweise in alten Ruinen findet. Normalerweise bin ich natürlich nicht dumm genug, selbst danach zu suchen. Ich weiß ja, wie gefährlich das ist. Nur war da in Flussheim dieser Reisende aus Ark, der mir von diesem Ort hier erzählt hat. Der Dreiflusswacht. Jede Menge Steintafeln und Bücher aus der Zeit vor der Abschottung und vollkommen ungefährlich. Tja, und da ich ohnehin in der Gegend war, dachte ich, einen Blick zu wagen kann ja nicht schaden. Großartige Idee, wirklich. Hört, ich will nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber um ehrlich zu sein, sitze ich ziemlich in der Patsche, gelinde gesagt. Und ihr seht aus, als wüsstet ihr euch zu verteidigen. Meint ihr, ihr könntet mir helfen? Etwas Furchtbares ist geschehen und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Oh, da bin ich dabei, Alter! Lass mich ran! Es hat was mit dieser Elfriede zu tun. Oh, ja, meine Elfriede. Ja, wer ist denn das? Man hat sie entführt. Gestern Nacht erst. Bei den Sternen. Ich war so dumm. Wir wollten gerade Lager für die Nacht machen und ich bin Feuerholz holen gegangen. Und zack, kaum komme ich zurück, ist sie weg. Dann hat man sie entführt? Irgendeine Ahnung, wer das gewesen sein könnte? Die Banditen? Nein, ein Vatyr. Ich habe ihn noch grunzen gehört, als er mit Elfriede abgehauen ist. Er muss sich diese Ruine wohl zu seinem Heim gemacht haben, wisst ihr? Ich habe versucht, mich reinzuschleichen, aber das ist unmöglich. Den hau mal weg! Und zurück nach Flussheim, um Hilfe zu holen, kann ich auch nicht. Bis dahin hat er sie bestimmt schon gefressen. Bitte, ihr müsst mir helfen. Wenn er Elfriede irgendetwas antut, das würde ich mir nie verzeihen. Na gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Wartet hier. Oh, bei den Göttern. Hab Easy. Dank. Beachtet Easy. Euch. Marma. Und was hast denn du so Natürlich. Bei dir? Was hast denn du so Schönes? Erzählungen des Wanders, der Schattentänzer. Außerhalb des Kampfes. Hast du irgendwas für den Kampf? Hast du irgendwas für den Kampf? Hast du vielleicht Ambrosia bei dir? Nee, ne? Nee, hast du nicht. Okay. Ich habe ein paar Sachen zu verticken. Dit und dit. Die haben wir an. Okay, dann sind wir da schon mal durch. Statt. Ja, sollte ich ranzige Tränke verwenden, ist die Frage, ne? Aber ich schätze eher mal, das wäre vielleicht nicht so die tolle Idee. Das behalte ich auf jeden Fall. Das behalte ich auch. Da kriegst du nichts von mir.
Das Ding wiegt nichts, nimm mal mit. Lebensabsorption muss ich ja noch lernen, fällt mir so ein. Eisenbarre behalten wir mal. Die Flöte kann eigentlich weg. Hier kannst du haben. Na gut. So viel habe ich ja doch nicht dabei. Schreitet wohl. Ah nein, 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 stopp, halt. Habt ihr sie schon gefunden? Na, Moment. Bitte halt. Euch. Stopp. Die Zeit drängt. Stopp, 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 stopp. Natürlich. Wir wollen handeln. Ich habe was vergessen. Waffen. Nee, hä? Ich habe doch Waffen mitgenommen. Ah nee, das ist ich hier. Da. Oh. Hier, nimm dit noch. Und das kannst du alles haben. So. Schreitet wohl. Wo muss ich denn da hin? Wo? Oh Leute, neue Quest. Machen wir doch direkt mal. Hier, Elfriede. So, die Lehre, das kann man noch warten. Da oben hin. Ich weiß ja nicht, oder? Sollen wir da hin? Da hinten ist ein Boot und da ist noch so ein Pilz. Sehe ich. Ich will diesen Pilzen da noch haben. Aber ist jetzt aber auch eh Partende. Ne, das ist ein Banditenlager. Wollt ihr mich verarschen? Da kann ich noch nicht hingehen. Das ist zu riskant. Viel zu riskant, dahin zu gehen, oder? Ne, 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 ne. Das heben wir uns mal noch auf. Ich denke mal, die Quest geht ja nicht verfliegen oder sowas. Wir könnten ja... Oder, wisst ihr was? Ich werde jetzt hier erstmal den Part beenden, wenn ich diesen verdammten Pilz habe. Oha, guck mal an. Wir gehen jetzt einfach wieder zurück. Und dann erzähle ich euch von meinem Plan. Ich dachte jetzt im ersten Moment erst, ich müsste hier hinten hin, aber das ist anscheinend eine Festung. Und sie hat nur von einer Tür geredet. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt dumm wäre, da hochzugehen. Wir werden es einfach im nächsten Part austesten. Ich werde jetzt erstmal die Part hier beenden und sehen wir uns genau hier beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Endeavil. Macht's gut, ciao.